So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Avatar Frontier of Pandora. Ja, wir sind in der letzten Folge hier in der Kommandozentrale angekommen. Ich habe meine Taste ein bisschen umgelegt, dass ich mit meinem, ich sag mal, Maustaste 4 auch untersuchen kann. Ist, glaube ich, besser. So. Und ich habe mir die ganzen Dings-Items mal ausgerüstet. Die ganzen Items, die ich hier in den Dings hatte. Ne? Warte mal, die Beinschiene. Warum habe ich hier die Beinschiene nicht? Hä, die hatte ich doch. Ach, erfordert Knöchelschutz im Spiel, Freischaltung im Spiel, ja. Okay, ne? So. Jetzt können wir aber mal kurz gucken. Wir haben hier so ein, zwei Sachen. Das ist die Hauptquest. Das ist das Ding. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Aber gehe mit Taylan zu Rajinda im Wohnbereich. Okay. Immer bereit, zuzuhören und Rat zu geben. Wir haben eine neue Notiz. Den Spieß umdrehen, gefunden im Hauptquartier des Widerstands von Hajir, betrifft mein Tagesprotokoll. Wir haben es ins westliche Grenzgebiet geschafft. Alles geht momentan so schnell. Ich hatte nicht erwartet, dass ich gegen die RDA kämpfen muss. Keiner hat das. Naja, vielleicht Jake. Ich nehme an, solche Dinge werden nicht mit allem diskutiert. Jake führt den Kampf von einer neuen Position aus fort. Alle sind völlig verunsichert, weil die RDA wieder auf Pandora gelandet ist. Fühlt sich seltsam an, diesmal auf der anderen Seite zu stehen. Eine Invasion durchmachen zu müssen, die Angst und die Unsicherheit. Ich schreibe das als wäre das nun meine Welt. Doch das wird sie nie sein. Ich kann, aber ich habe Spuren hinterlassen, eine Narbe. Wenn Jake von den Bestien Wind bekommt. Puh, er hätte mich nie auf Pandora bleiben lassen. Wenn er es gewusst hätte, Gott, ich hoffe, er findet es niemals heraus. Hätte ich damals gewusst, dass ich jetzt, was ich jetzt weiß, möchte ich hoffen, dass ich anders gehandelt hätte. Ich hatte mir wohl etwas vorgemacht, als ob ich der korrupten Geschäftsmaschinerie der RDA einem Hauch Menschlichkeit verleihen könnte. Stattdessen hat sie mir ein Stück meiner Menschlichkeit geraubt. Hielt ich mich wirklich für etwas Besonderes? Als ob es möglich wäre, ein Teil davon zu sein zu können, ohne davon verdorben zu werden. Ich trage Mitschuld an diesem Schmerz, am Leid. Wenigstens stehe ich dafür diesmal auf der richtigen Seite. Aber sie ist ziemlich beschäftigt mit den Geretteten. Na, wie? Wohl wahr. Aber denkst du nicht, sie brauchen diese Ratschläge gerade mehr als die meisten? Danielas persönliches Logbuch. Für immer auf Pandora. Oh. Okay, Elmar. Ich spreche über meine Gefühle. Was für eine Zeitverschwendung. Sie meint, ich muss was verarbeiten. Sie ist Ärztin, okay. Durch und durch. Solche Entscheidungen sind nicht leicht. Ist ja nicht so, dass ich keine Kinder möchte. Und Jin wäre ein unglaublicher Vater. Aber die Familienplanung musste erstmal hinten angestellt werden. Er weiß das. Die Umstände sind jetzt anders. Wir gehen nicht für ein paar Jahre reisen und kehren dann heim. Wir gehören jetzt zum Widerstand. Wenn wir Kinder kriegen, dann auf Pandora. Ich will das nicht in einem Kriegsgebiet. Und selbst wenn wir sicher wären, was es hier nie wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was wäre ich für eine Mutter? Besser als meine? Jin wäre mein Ausgleich. Wenn er noch ein bisschen durchhält, bis es sich beruhigt hat,
Vielleicht sprechen wir dann noch mal über das Thema. Nicht ganz so ein Dingst, aber naja. Nicht da, ganz das, was da stand, aber... Hey! Hey. Die unabwendbare Rückkehr von Alexander Tremaine. Es war auch zu schön, um wahr zu sein, oder? Wir hatten viele schöne Jahre auf Pandora. Natürlich auch mit vielen Überraschungen und Herausforderungen, aber es waren die guten Jahre, waren gute Jahre. RDA-freie Jahre. Das ist nun vorbei. Wir bereiten uns auch für den Kampf vor, aber einige von uns sind nicht so bereit wie andere. Jake ist irgendwo da draußen und versucht, die Clans von einem proaktiven Angriff zu überzeugen, denke ich. Alma weiß mehr darüber, aber hat aber keine Zeit, uns mit einer Einheit zu formieren. Wir ziehen in das westliche Grenzgebiet. Diesmal nicht nur, um in den Feldlaboren zu arbeiten, nein. Uns erwarten Abenteuer und Gefahren, was ein mulmiges Gefühl bei mir hinterlässt. Wenn ich nur daran denke, ich bin Wissenschaftler, kein Soldat. Ein Wissenschaftler, der das große Glück hatte, diesen wundervollen Mond mehrere Jahre studieren zu dürfen, ohne sich Gedanken über die RDA-Verbrecher machen zu müssen, die alles in Schutt und Asche liegen. Aber genau aus diesem Grund muss ich mich ihnen stellen, um sie aufzuhalten. Sie haben mehr Waffenstärke als wir. Also müssen wir schlauer sein als sie. Natürlich werde ich auch auf Leute treffen, mit denen ich einst zusammengearbeitet habe. Es beunruhigt mich zwar nicht sonderlich, da ich niemanden körperlich schaden muss, aber es beschäftigt mich trotzdem. Der Gedanke, dass aus Kollegen Feinde wurden. Nicht nur, weil sie mir bei der Arbeit ein Sandwich aus dem Kühlschrank geklaut hat, sondern im Sinne von, wir führen Krieg gegeneinander. Vielleicht können wir noch andere überzeugen, die Seiten zu wechseln. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich will die Teile natürlich auch mit aufsammeln, was ich hier so finde, ne? Ah, guck mal, da ist das nächste. Wir gehen zurück. Es ist witzig. THP war mal alles, was wichtig war. Jetzt kommt es mir vor wie ein Traum. Bevor John so wurde wie jetzt. Wie konnte das alles so schief gehen? Es lief alles perfekt. John mit seiner Vision und ich als Stern in der Wissenschaft. Zusammen unaufhaltbar. Wollten alles anders machen. Wir wollten Na'vi und Mensch gleichzeitig helfen. Zusammen. Opfer mussten wir alle bringen. Einige. Ihr Letztes. Aber die Wissenschaft. Der Fortschritt. Wir taten, was wir für richtig hielten, um THP umzusetzen. Und jetzt ist THP das Grab unserer Träume. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Na, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. So. Eine Karte. Eine Scan-Karte, nett. Einfach nur mal gucken. Ja. Ja, das sieht alles. Er ist dort drüben. Das ist Raj? Er ist cool. Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Ich sollte mir die leeren Posten ansehen. Da liegt noch gutes Material. Hallo. Du musst Raj sein. Rajinder, bitte. Oh, entschuldige. Alma meinte... Ich kenne Alma. Alma nennt mich Raj. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Entspann dich, Neuer. Ich wusste, dass du kommst.
hast die ganze Zeit geschlafen. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Oh, wow. Nett. Also er hat, Du brauchst was Neues. Nee. Aber er fordert Ersatzteile halt, ne? Die zwei erfordern halt mehr Ersatzteile. Dingsmod? Was ist noch ein Fernkampfwiderstand? Okay. Ich habe aber auch nur 5. Ne, ich habe auch nur 5. Ah, den nehmen wir mal mit. Einfach mal den Lass mitnehmen. Dich nicht. Da haben wir nämlich dann wenigstens. Ne? Zerstückeln. Okay. Ja, das habe ich doch jetzt gemacht, oder nicht? Oh, ernsthaft? Ne. Erhalte neue. Nö. Du brauchst was Neues. Okay, die. Die muss ich nehmen, damit wir weiterkommen. Lass dich nicht ne? zerstückeln. Die Navi-Kleidung an. Einmal so. Hast du. Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Na, wie Kleider. So. Ich will aber keine Navi-Kleider, sondern ich will meine bessere Ausrüstung. Ungewohnt? Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten. Und was? 2 Jahre. Ah, okay. Von der Technik ausprobieren. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. So, ich will nur mal gucken. Guck mal, hier können wir was aufheben. Blendgranaten. Okay, da kann ich also Gegner mit blenden. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, da... Ja. Aber ich will nicht. Ja, dann... So. Ich war voreilig. Entschuldigung. So. Bin halt jemand, der... Herstellungstisch. Herstellungstisch habe ich doch gerne. So. Das wäre 20 bis 66 Schaden. Der flinke Langbogen. Aber dafür brauche ich Äste halt, ne? So. Genau, das wäre halt Dings. Da hätten wir noch ein anderer. 15 bis Dings, okay. Taylan, dieser Ort zieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Alex baut Sachen, Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und TAP-Teilen? Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Das klingt nach Spaß. Ihr könnt alle einen haben.
Komm, probier es aus. Okay. SID freigeschaltet. Mhm. 5 zum SID. Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Siehst du die Kabel unter dem Boden? Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Probier es mal aus. Der Rest der ADA kriegt auch noch ihr Fett weg. Ich verfolge den Draht auf dem Boden. Nein, du solltest... Oh. So. Meine Daten zeigen auch oben einen Fehler. Bestimmt die Verkabelung. Ah, alles klar. Kannst du schnell nachsehen? Es sollte sich an die Frequenz heften. Ein Kinderspiel. Kinderspiel. Ja. Ach, mir fehlt das Kindsein. Ah. So, dann folgen wir weiter der Leiste. Hey, Alex, ich hab den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich in der Basis von Mercer noch ein paar Samson-Teile ergattern. Oh, ich glaube, ich hab's. Nett. Nützlich, oder? Ich habe Alma gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Aber genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Ich hätte dir nicht sagen sollen, wie man eine Waffe hält. Hallo? Mehr Ausrüstung? Okay, sie macht Waffenrüstung, also Waffen uns bieten. Alles klar. Pass gut auf dich auf. Einmal durchsuchen. Sturmgewehr, Muni, auf jeden Fall. Im Kampf gegen Mercer und seine Idioten vergesse ich manchmal, dass auch er nur Teil einer großen Maschinerie ist, die sich ihren Weg durch Pandora bahnt. Ich habe lange nichts mehr von Jake gehört. Aber so wie es aussieht, wird General Ardmore immer noch seinen Kopf auf einem Tablett. Natürlich will sie das. Ist ja auch verständlich. Er hat all die Waffen geklaut. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Vielleicht können wir auch sowas schaffen, wenn sich die Clans vereinen. Irgendwann, zu einer anderen Zeit. Ich hoffe nur, dass Jake General Ardmore weiter auf Trab hält. Harding ist schon schlimm, ohne Frage. Aber Ardmore ist so ein hohes Tier und eine der besten, die ich kenne. Sie fügt sich perfekt nahtlos in die RDA ein. Schlau und brutal. Wenn jemand Pandora kolonisieren kann, dann sie. Hallo. Und da haben wir das nächste schon. Jake greift die Abbaustätten der RDA und die Lieferposten an. Das können wir hier auch. Die Abbaustätten befinden sich hauptsächlich in Sektor 3 und 4, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob sie sich weiter ausbreiten. Keine Ahnung nach welchem Prinzip. Priya denkt, dass die Ballons, die wir sahen, mit Scannern ausgestattet sind. Muss ich mir ansehen. Die Lieferposten greifen wir in kleinen Teams an. Rein und wieder raus, bevor die RDA sich die Lieferungen holen kann. Ich versuche wirklich, meine Fehler wieder gut zu machen. Ob es langt, wird die Zeit zeigen. So.
weiter mal gucken. Gucken. Lucky machen. Ne? Weil alles, was ich so sehe, finde und so. Okay, da hinten muss ich hin. Gut zu wissen. Da ist Dings. Noch ein Herstellungstisch. Meinte, du wärst draußen. Ein Ort, an dem du Materialien essen lagern kannst, bis du sie brauchst. Das ist gut. Ein Ort, an dem die ne Aussehen wechseln können. Verwenden. Weil dann können wir ja mal kurz gucken. Ne? Das hier zum Beispiel, das da. Keine Ahnung, wie ich das alles wieder gut machen ne? soll. Vielleicht geht das auch gar nicht. Warte mal, das ist ich. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nun meinen eigenen Weg finden. So, genau, den da. Das kann ich alles erstmal reinlagern, weil... Das ist alles erstmal Kram, den brauche ich erstmal nicht. Das andere, das muss ich gerade mal gucken. Wildtierschaden. Die Durchquestung. Das behalte ich mal trotzdem hier drin. Falls ich mal die anderen Sachen eher brauche als das. Ne? Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Die Wege der Sarentu neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei. Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin? Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella... Daylan, dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja. Sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Eher nicht. Ah, Noah hat Noah, nicht... bitte. Komm schon. Alle warten. Wir müssen uns... Okay, Noah hat okay. anscheinend keine Lust. Das Licht ist anders hier draußen. Ich will es genießen. Ja. Waren wir nicht lange genug eingesperrt? Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Wie früher. Nö, wenn du unter die Sterne, unter den Sternen pennen willst, bitteschön, ne? Mach. Warte mal. Kochstelle. Warte mal, hier ist eine Kochstelle. Wir können kochen.
Einfach mal probieren. Fleischstreifensalat. 100 Energie, kräftig 1, 20 Minuten du hältst, plus 30% allgemeine Gesundheit. Ja, ich würde sagen, akzeptieren wir. Und das auch noch als bessere Dings, das finde ich schon mal cool gemacht. Auch noch als bessere Zutat, sage ich jetzt mal. Jo. Das Briefing da hinten. Hi. Da bin ich. John Mercer, Gründer des THP-Programms. Kein Unbekannter für die Salentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom THP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des THP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma, in der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf, vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Sorlek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf. Wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile. Konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Ich sollte etwas Nettes für Jin tun. Vielleicht neue Teile für die Luftfilter besorgen. Könnte noch einen Generator gebrauchen. Oder auch vier. Okay. Ja, hier. Die RDA ist immer noch hier. Aber immerhin ist der Bohrturm abgeschaltet. Bisschen Sturmgewehr-Dings haben wir ja. Gut. Ich komme noch nicht auf die kosmetischen Sachen, leider. Das ist schade. Aber ich finde es gut, dass man direkt sieht, was man von welcher Pflanze kriegt, ne? Beziehungsweise von welchem Gegner auch. Ne? Also hier zum Beispiel auch welche Tiermaterialien und so man kriegt. Das finde ich cool. Hier haben wir auch Rezepte direkt. Schon mal gespeichert. Kann ich sogar zu Favoriten hinzufügen. So. So, dass wir das dann auch nachkochen immer können. Finde ich cool. Munition. Meist zu finden. Okay. Alles klar. Dementsprechend würde ich sagen, beende ich hier erstmal die Folge. Dementsprechend werden wir in der nächsten Folge uns um dieses kleine nette Problemchen kümmern. Ich hoffe,
es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein bei Avatar Frontier auf Pandora mit mir, eurem Navi Livers.